Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Ice Age. Mit dabei ist Koppel Kane. Hallo. Hallöchen. Es ist ein Malheur passiert. Wow, ja. Deswegen sind wir auch gerade getrennt. Ah, dann erklär mal. Du kannst mal erklären. Vielleicht ja, ich kann immer gut. Aber wenn ich es anfange mit erklären, dann hole ich wieder aus, bis zu sonst du hin. Bei einer gewissen Person hier in unserer Runde, und das die ja, nicht ich komm, bin. Jetzt hör auf, die Schuld wieder auf mich zu dingen. Ja. Du hast auch oft genug Schuld an irgendwelchen Sachen. Achso, das ist heißen. Auf jeden Fall, bei einer gewissen Person hier in der Runde ist der Audio-Treiber eine gewisse Person gecrashed. Weiß, wenn der Audio-Treiber mir crasht, wie sich das anhört, hat aber zu spät mir mitgeteilt. Eine gewisse Person und, könnte sich doch einfach ja. Immer gescheites Equipment kaufen, wo sowas nicht passiert. Gescheites Equipment. Solche, ich kann dir gleich mal vorlesen. Nein. Was hier für Equipment wir eingesetzt wird. Wir wollen hier mal weitermachen, das ist es egal. Auf jeden Fall ja, bei Kai ist der Audio-Treiber gecrashed. Ich habe gedacht, ja, es liegt an meinem scheiß Internet, ne? Hm, toll, perfekt. Haben wir es gelöst. Auf jeden Fall, wir hatten nun 15 Minuten aufgenommen, beziehungsweise 10 Minuten. Und dann hat man es gemerkt und haben der Aufnahme erstmal abgebrochen. Warte, stopp. Was? Kennst du den Optifine-Bug, dass man keinen Ton hat? Den habe ich gerade. Och nee. Och hä? Kai. Ich hab Minecraft nicht neu gestartet oder ist das gerade hier im Lautstärke? Dann wirst du falsch eingestellt haben. Warte. Das ist nicht der Ernst. Auch vor uns hattest du wohl Ton oder was? Ja. Hä? Wie kann das denn sein? Das gibt's nicht. Ach so, ich hab das Audio-Interface doch ausgesteckt mit USB, dann geht das nicht mehr. Wir müssen nochmal neu anfangen. Was? Weil ich muss Minecraft neu starten dafür. Was? Oder wir machen einen Cut hier, eins von beiden. Wir machen hier einen Cut. Gut, dann sagen wir Cut in 3, 2, 1, 0. So, willkommen zurück. Wir hatten gerade diverse Probleme. Mal wieder. Wir können jetzt die. Ich habe gerade davon geredet, wie wir so. Wir haben gerade davon geredet, wie wir so Probleme hatten. Oder ich Probleme hatte mit dem Audio-Treiber. Was war jetzt? Ja, wenn man das Audio-Interface aussteckt und darüber auch die Minecraft-Sounds laufen, ja, dann hat man ein bisschen ein kleines Problem, weil dann Minecraft nicht schafft, dass man das wieder eingesteckt hat. Und ich sag mal so: Ton ist ein bisschen suboptimal. Und ja. Wollen wir jetzt mal sagen, was wir in der letzten Folge überhaupt gemacht haben? So, ich bräuchte Erde. Ja, wir haben eigentlich in den letzten Folgen erstmal unser neues Territorium. Also, was heißt die letzte Folge? In der letzten Folge. Ach so, okay. Ich hätte es bei Folge 1. Wieso fehlt dir eine Werkbank? Die fehlt eine Werkbank. Ja, die habe ich mitgenommen. Weil ich eine Werkbank gebraucht habe. Ich bringe sie wieder zurück, wenn ich hier nicht krepiere. Ja, pass auf die Bude. Stürzt sonst ein, wenn die fehlt. Ja, erzähl mal, was haben wir denn in der letzten Folge Schönes gemacht? Eigentlich nicht viel. Du hast gefarmt. Ich habe angefangen, den Advents-Dingensbums zu bauen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, weil es kein Kranz ist. Hat bestimmt einen Namen, aber den kenne ich leider gerade nicht, den offiziellen, wenn da einen gibt. Das ist immer ja, und ich habe mir das so ein bisschen so aus... Voll informiert, ja. Ich habe mir so ein bisschen ausgedacht, wie ich das denn bauen könnte, das Ding. Hatte ich mal vor... den Projektstart so ein bisschen geplant. Und ja, ich versuche das dann jetzt so zu bauen, wie ich es damals ungefähr geplant hatte. Ist nicht ganz so einfach, aber wird schon. Ne? Ja. Ich hoffe's. Dann, let's go, oder? Ja, ich bin hier schon voll drüber, nochmal so als Info. Ich bin hier schon voll am Sandformen. Genau, du. Ach ja, stimmt, du farmst ja Sand für Dingens. Juhu, Farmen haben wir ja bei mir noch gar nicht gemacht. Ja. Dafür habe ich aber in den ersten Folgen hast du Weg gebaut und ich habe auch interessantes Zeug gemacht. Deswegen könnt ihr bei mir die ersten Folgen angucken. Ne? Was geht Alter, das wieder los? Jedes Mal, jedes Mal. Wirklich. Was hast denn du dagegen? Nix, alles gut. Hast du schon? Wir haben einen Fehler. Wie, wir haben einen Fehler? Ich hab irgendwas falsch gebaut. Ach so, du machst mir schon wieder Angst hier. Ah ne, ich hab richtig Hä? Was stimmt hier nicht? Ach so, ich hab den Fehler entdeckt. Wenn du sagst Fehler, da denke ich immer gleich an was anderes, ne? Immer so als Randinformation. An diverse. Wieso ist denn schon wieder meine Schaufel kaputt? Ich hab doch mir gerade eine neue Schaufel gemacht. Halten etwa Steinschaufeln so gar nichts aus, oder was? Nee. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die ersten drei Folgen mit Schaufeln. Von daher.
Ja, es kommt ja wieder Wasser rein, ey, ich könnte ausrasten. So, ich brauche eine Werkbank. Die ist wieder weg. Schön. Gebadet hab ich doch schon vor der Aufnahme. Ohne Benachrichtigung, aber. Was? Nix. So. Ich wollte da gleichzeitig noch ein bisschen Holz holen, das sollte ich vielleicht mal nicht vergessen. Und zwar habe ich jetzt vor, hier so, wie heißen sie, so Klappen hier, ne? Zu benutzen, um da Dinge zu verschönern. So, wie viel ich brauche, ob das was wird. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, mehr, das reicht nicht. Warte mal, wie Kohle habe ich denn? Oh, fast ein Stack, könnte fast reichen. Habe ich schon hier. Dann brauche ich noch einen Knopf. Oh Gott, ganz. Oh ja, Holz, das geht hier weg wie im. Ja, zu viel Holztusch ist auch nicht vorm, nur mal so als Randinformation. Dass wir total verschwenderisch mit umgehen können. Hier so vorgehabt. Nächstes Jahr an Eiszeit, falls wir uns wieder durchringen können, Eiszeit zu machen, da sollten wir vielleicht eine Holzform bauen. Ach, jetzt habe ich einen Fehler entdeckt. Könnten wir fast schon dieses Jahr noch machen. Wir haben so viel Zeit. Wir haben Zeit. Haben wir ja. Oh Gott, wir haben Zeit. Also ja, also wir haben ja schon mal so einen kleinen Gedanken darüber gemacht, wie denn bisher dieses Jahr Minecraft Eiszeit verlaufen ist. Und ich sag mal so. Katastrophe. letztes Jahr haben wir so gut wie nichts geplant, war ja das erste Mal, wo wir das Projekt gemacht haben, war eine spontane Idee von irgendeinem von uns, keine Ahnung, von wem war ich schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, das hieß damals ja, komm, lass uns doch ein Projekt machen, war ja was denn? Wir haben ja kein Spiel zusammen, doch, wir haben Minecraft. Und so ist es entstanden. Ja, und dieses Jahr haben wir schwer geplant, wir wissen, was wir machen wollen, aber, das ist große Aber, genau. Wir haben schon den Monat vorher angefangen zu planen. Es war einmal frei, aber wir haben. Was war denn unser Fehler? Wir sind zu locker rangegangen, oder? Na, eigentlich könnten wir sowas in der letzten Folge bereden. Wieso bereden wir das eigentlich jetzt? Keine Ahnung, ja. Und dann regen wir uns wieder auf. Muss man mal was reden. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dann regen wir uns wieder auf, dass wir in der letzten Folge nichts zu erzählen haben. Ach, oder ja. Etwa nicht. Kann passieren, ja. So, wie weit bin ich da ungefähr gegangen? Ich muss 4 Kerzen machen, so warte. Kannst nur 2 machen, es ist ja nur noch 2 Advente bis Weihnachten. Stimmt auch wieder, ne? Und in der nächsten Folge müsste ja schon die 3. anbrennen. Nur mal so als Randinformation. Ah, oh Gott. In Folge 8. Brauche ich Erde. Du meinst die 3. dann, ne? Was, die 3.? Ja, die 3. Kerze dann anbrennen. Ja. Ja. Oh, wieso ist das denn hier auf? Hä? Das ist, weil ich gerade was erzählen soll. Fängt das wieder an. Schön. Ach, es gibt doch immer schon was Schönes zu erzählen. Also, wenn ich ja alle Hühnchen, die hier rumlaufen, töten würde. Wisst ihr, was da hier passieren würde? Was wir vielleicht noch nicht erzählt haben, dass bei mir zum Beispiel die 3. Folge nicht geht. Oder hat man das erzählt? Das war noch in der alten, kaputten Session, ne? Haben wir nicht erzählt. Ja, bei mir kann ich keine 3. Sicht einbauen, aber mal sehen, vielleicht kommt in der letzten Folge nochmal so als Bonusmaterial die 3. Sicht nochmal so ein bisschen bearbeitet. Oder vielleicht klappt sie ja jetzt, ne? Ja, ich hoffe. Weil das letztens war alles eine Session und jetzt wären wieder ein paar Folgen die eine Session, ne? Haben wir die 3. Sicht gestartet gehabt eben, ja, ne? Ich hoffe's. Hat man die überhaupt ausgemacht? Ich hätte gedacht, du hast gestartet. Och, Kai. Warte. Nach. Ja. 21:08 ist aktuell, also alles gut. Was, 21:08? 23:08. Schon schlimm genug, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wir sagen mal lieber nicht, was heute für ein Tag ist. Ach, morgen ist Freitag, ganz entspannt. Ja, morgen ist Freitag, aber heute ist der 13. Das ist gerade so wie die Kombination. So, wie wollte ich das dann machen? Ich glaube, ich habe hier irgendwo Holz auch benutzt. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Ich so, warte, hier waren noch so Dinger. Zack.
Fuck, das Huhn geht mir jetzt so auf die Nerven, aber ich will jetzt auch nicht. Und die ganze Zeit kämpfen. Immer plock ist wieder Eihausen. So nervig das Huhn. Vor allem, wie viele Hühner hier rumrennen, würden mir die ganzen Hühner abnischeln. Wisst ihr, was da hier los wäre? Da wäre alles tot. Ich habe auch gar kein anderes Tier außer Hühner hier gesehen. Und Monster. Schön, wie ich meine Axt erstmal weggeschmissen habe. Habe ich noch Stufen hier im Inventar? Ja, Inventory. Genau. So, ich begebe mich jetzt mal wahrscheinlich wieder auf den Heimweg. Ich habe 2 1/3 Stack an Holz. Wir hatten noch 2 Stacks da. Ich habe bisschen Kohle. Das ist auch gut, ne? Das wäre auch noch gut zu erwähnen. Wir wollten ja diesen Kranz hier, sag ich jetzt mal, wo keiner ist, in der ersten Folge bauen. Es hat ja gut geklappt. Nach dem Weg, ne? In der ersten Folge nach dem Weg. Der Weg dauert ja nur eine halbe Folge. Oder eine Folge. Der Weg hat 4 Folgen gedauert. Damals war das unser Ernst, jetzt lachen wir nur noch drüber. Ja. Der Weg, das hat dann 3 oder 4 Folgen gedauert, ne? Und ja. Um genau zu sein. Und ist immer noch nicht ganz fertig. Weil bei den Stellen, ja, nee, wo bei dem Weg was fehlt, ist entweder noch kein Gras oder es liegt Schnee drauf. Geil, wa? Wollte ich ja in den nächsten Folgen mal da hingehen und mal überprüfen gehen. Ach, sei es egal. Oh, ne, da weg. Den Weg werden eh nicht so viele Leute lang gehen, dass sich das lohnt. Ah, gerade irgendwie Mikro, klar. Ja, hab ich dauerhaft. Oh, wir haben ja ordentlich hier mittlerweile. Oh. Ja, ja, es geht hier rund. Es liegen auch noch 5 oder 8 Brote in der Truhe. Also ich hab schon wieder 10 zusammen. Langsam müssen wir mal hier wieder weiter. Ich muss jetzt wieder in Nether gehen. Dann würde ich komplett ausrasten. Ne, stell dir mal vor. Ach so. Ich hab grad schon Angst bekommen. So, wir haben, oder ich hab mir überlegt, dann die Kerze aus Nether wegzumachen. Erstens sind sie rot. Was? Nee, ich hab grad hier Selbstgespräch geführt. Tut mir leid. Erstens sind sie ja rot und zweitens... Ach ja, und wir sollten vielleicht Brandschutz... Brandschutzmaßnahmen? Ja, ergreifen. Schon mal ein Wasser einmal. Weil damals habe ich ausprobiert, hat in der lokalen Welt, wie ich das baue. Hat er nicht der ganze Wald sagen? Ja. Anschließend. Ach Gott, das aber war. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Egal. Ja, hoffe ich auch. So soll ich derweil oben anfangen, bisschen hier an. Aber wäre ein gutes Thumbnail, wie ganz Minecraft Eiszeit abbrennt. Ja, geil. Muss man auch sagen. Und ein guter Titel: Eiszeit 18 und 17 abgebrannt. Na guck, es fängt schon an zu schneien, das ist schon mal gut. Ich soll derweil oben am Turm ein bisschen basteln. Mir ist es jetzt zu dunkel, habe ich hier eine Fackel? Warte, ich hab Fackeln. Ich hab einen, alles gut. Warte mal, ich könnte mal schon mal den Sand in den Ofen fracken. Haben wir überhaupt einen Ofen? Ich glaube, wir haben gar keinen Ofen, kann das sein? Ja doch, in der Truhe. Oder auch, haben wir auseinandergebaut. Ja, das ist aus Legostein zusammengebaut. Hast du den auch? Ach ja, du hast den auch rausgerissen. Wir brauchen aber mindestens noch 4 Öfen. Ach ja, ich hatte gar keine mehr. Wo baue ich denn das jetzt mal hin? Ich baue das mal hier in die Ecke. Da ist noch Platz. Warte, die Werkbank stelle ich wieder zurück. So. Und ich baue mal noch einen Ofen. Scheiße, ich habe so wenig Sand. Und tut mir leid, dass ich Scheiße gesagt habe, aber es ist so. Wo ist es denn? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Holz, Falltür, 10 Stück reichen eh wieder nicht. So, zack. Vielleicht haben wir ja auch noch ein bisschen Sand. Ich denke es aber eher. Wir haben noch 2 Stacks Sand. Gott, gütiger. Ja, ich baue jetzt aber nur noch 2 Öfen, weil das sind ja nochmal 16 Stein weg. Ach, nervt das. Hier laut ein Inventar gehen, dann wieder verschieben. Pass auch bitte aufs Viehzeug auf, ne? Da unten. Das ist... Oh ne, das hier, ich glaube jetzt unten nicht auf. Hier, ich baue jetzt so ein bisschen hier oben an dem Turm, ne? Oder? Ja, kannst du machen. Ich hoffe, dass ich das richtig mache. So, huch, das wollte ich gar nicht. Meine linke Hand macht wieder, was sie will. So, hier sollte ich den Baum vielleicht abbauen. Wäre nicht so gut, wenn er hier stehen bleibt.
So, eins. Tun noch zwei, ein bisschen Holz. Drei, vier. Wahrscheinlich der hier auch, der muss auch erstmal weg. Kamen immer noch neue Pflanzen. So, guck mal, das ist jetzt erstmal so die Grundbau. Ich hab mir vorher, wir würden tagslang gehen wie in GTA, so ungefähr Kai, guck mal nach 40 oben. Minuten, was? Ah, ja. Passt das von der Größe so, oder soll ich nochmal einen Block größer machen? Pro Ende? Ah, größer, ist zu klein, du kriegst das Ding nicht rund, so. Muss größer sein. Ja, ich will es aber auch nicht zu übertreiben. Das ist auch wieder das. Ja, so. Bau erstmal so, dann sieht, das sieht man eigentlich erst, wenn man die Fläche gebaut hat. Bau schon mal die Fläche bis dahin rund. Schön. Ist schon eine Herausforderung genug, ich weiß, rund zu bauen. Beim Rundbauen ist wichtig, du musst manchmal so komisch zwei nach in eine komische Richtung gehen. Das ist schwer zu beschreiben. Bei einer runden Fläche. Beschissen gehen. Mal eins, zwei. Das geht nur drei. Bei Flächen der Größe da, wie da oben da dann. Den Turm haben wir ja nicht rund bekommen. Huch. Aber, naja. Oh, es liegt hier überall noch der scheiß Schnee. Eins, zwei. Machen wir hier? Komm, wir machen hier so. Ah, ne, machen wir einfach so, würde ich sagen. Sieht schöner aus. Ach, jetzt höre ich wieder ein Skelett hier rum. Dingsen, ne? Wenigstens habe ich hier oben kein Monsterproblem. So, die andere Seite soll genauso aussehen. Ich setze auch mal 1000 Fackeln hier, dass es mal ein bisschen. Dass der Schnee wegbleibt. Muss ich kurz mal nach vorne gehen, weil ich wieder die Hälfte vergessen habe. Genau, da kommt erstmal so eine Schicht. Ach, es geht los. So. Jung, komm, hau ab, du Mistvieh. Ähnliche so Worte hier im Let's Play. Im ja, sie sagen. Gucken ja Kinder zu, hast du letztes Mal schon gesagt. Gucken ja Kinder zu, genau. Fladeck. Muss ich jetzt hier nur für Erwachsene geeignet wieder einstellen. Schlimm. So, guck mal hoch. Geht gerade schlecht. Ah doch, ich sehe jetzt. Was ist das denn? Was ist das für eine Konstruktion? Ich weiß es auch nicht. Es ist noch nicht rund. Ich weiß, es kommt aber noch. Das sieht aus wie ein Pluszeichen. Ja, das ist auch so was Ähnliches gerade. So. Hier muss noch eins länger. Das war doch so, oder? War es so? Oder war es so nett? Das sehe ich ja gar nicht mehr. Von daher. Ja, das müsste so gewesen sein. Jetzt muss hier vorne. Dann hier weg. Hä? Irgendwas ist hier schief gelaufen. Und das wäre? Weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was hier am rundesten ist. Ach komm, warte mal. Eigentlich so, wie es gerade dort ist. Hast du hier oben irgendwo eine Werkbank? Nee, ne? Nee. Musst eine neue bauen. Nee. Schade um die Ressourcen. Ich brauch das Holz. Ach, wir haben schon so viel neue gebaut. Man kann in der ganzen Welt verteilt. Benutzt du meine? Die habe ich auch übrigens neu gebaut. Komm, wir haben unten drei in unserem Haus stehen und bestimmt noch mindestens drei in den Kisten. Ich gucke jetzt mal in die Kisten rein. Nee, da ist keine drin. Wundert mich. Ich baue es unten wieder eine ab. Ich könnte hinten vom Weg eine holen. Da steht auch eine. Ich weiß nicht, ich krieg da gerade nicht in meinen Kopf rein. Was hast du denn? Ich weiß es nicht. Ich mache es mir wieder gerade schwerer, als es ist. Oh, ich hoffe, das endet nicht wieder weg. Was ist denn hier oben los? Hier oben muss ja auch noch weitergezogen werden. Ach, Junge. Komm, das hier muss jetzt folgendermaßen gemacht werden. Warte mal, so, F3 und H war der Screenshot, ne? Der muss es erstmal Hotkey. Erde wieder hin. Ach, es war schon aktiviert, F3 und H. Der setzt lauter bei mir Fackeln hier. Obwohl ich keine Fackel setzen will. Oh Gott. Und freust du dich morgen schon wieder auf Schule? Ach. In Melana sind ja Ferien. Immerhin. Nicht mehr lange, dann ist Betriebsruhe. So, eins sind muss zwei. Muss immer noch meine Fehler oder so hier finden.
So, ich brauche auf jeden Fall Zoll. Ne, jetzt Marstadt erstmal. Hier müssen ja eins nach vorne einfach gesetzt werden. Also hier hin. Zack, zack. Glaube ich, oder? Ja. Dann kommt da eine Stufe drauf. Vielleicht wird mir ein bisschen klarer. Zack, zack. Ah, toll. Das Schlimme ist gerade, dass der Eiszeitgame mich komplett hier bespannert. Ja, mich aber auch. Ich fühle mich ja total beobachtet. So. Ich hab's. Na, es ist nicht perfekt rund. Ich kann das nicht. Ich kann nicht perfekt rund bauen. So, jetzt, wir wollten ja innen dann, wollten wir ja. Ah, so Gott ein. Warte mal, haben wir denn noch? Haben wir denn noch? Haben wir bestimmt. Nee. Ich guck trotzdem nach. So, ich habe jetzt auch das erste Mal das Wasser genommen unten. So, ich guck mal ins Haus. Alter, ist schon wieder weizenreif. Das ernte ich nicht mehr, hab langsam keine Lust mehr. So, Glas brutzelt auch durch. Ach, guck mal, wir haben bisher kaum Essen gebraucht, weil ich irgendwie lauter hier am Mengen bin. Und wir dauernd sterben. So ungefähr, ja. Ist auch so, so ein Geheimtrick in jedem Projekt, wenn du, huch, wenn du kein Essen hast, einfach immer Zeug wegschmeißen, sterben. Also wir müssen eigentlich in, ja, Dingens machen. In, komm, sag's. In Starbound, ja. Halb verhungern. Dann das Zeug schnell rausräumen aus dem Inventar oder sterben und das Zeug wieder einsammeln oder umbringen lassen noch. Jetzt muss ich hier noch mehr vergrößern. Meine Güte. Was für ein gigantisches Etwas. Immerhin, aber ich glaube, ich werde mit dem Ding in diese Folge fertig. Weil wir haben jetzt 20 Minuten und ich bin eigentlich ein paar Minuten, glaube ich, fertig in so 2-3 Minuten. Wie wollten wir denn das eigentlich machen? Wir wollten doch einen Tisch oder sowas oben reinmachen. Oder? Da, wir wollten diverse Dinge oben reinmachen. Müssen wir noch gucken. Die Einrichtung machen wir zum Schluss. Ja, aber weil ich ja gerade die Säulen mache, die. Ich weiß es nicht, kannst du ja mal. Ich weiß nicht, ob du mal hochkommen kannst und guckst du das mal an. Ah, die Maus gerade hat irgendwie gebackt, so. Ich kann gerade wirklich nicht, sonst schaffe ich nicht wirklich nicht mehr diese Folge, das Ding hier fertig zu machen. Wir haben doch schon, 27 Minuten ohne den Cut. Eigentlich müssen wir das Ende machen. Ja. Wir haben jetzt 20 Minuten, 21, steht bei mir oben. Ja. Ach ja, mit Cut, ne? Ja, mit Cut. Stimmt. Ich bin schon bei 27, ja. Nämlich. Ja, warte. Obwohl, ich baue gerade noch schnell. Warte mal, mit Dinge. Dem Cut. Nee, komm, wir haben noch ein paar Minuten. Ich hab doch nie rausgeschnitten, den Cut. Ich hab doch nie neu angefangen. Wir sind jetzt erst bei 27 Minuten, vielleicht sogar bei 25 nur. Also lass dir Zeit. Ja, ich bin bald fertig. Die Frage ist nur. Wie, ob ich das jetzt mit den Stützen, ich kann die Stützen erstmal so lassen und ich kann die zur Not ja dann nochmal wegreißen. Und hier, da mache ich einfach solches normal, die normalen Holzbretter ringsrum. Wo dann das Glas drauf kommt. So, haben wir dann Glas? Ja toll, jetzt fehlt mir wieder eine. Das kann doch nicht wahr sein hier. Mann. Oder? Es ist nicht rund, fällt mir gerade auf. Ah, flott. Ich beeil mich, komm. Warum beilen? Ach ne, das wollte ich noch gar nicht bauen. Muss ich aber zwar auch wieder, aber egal, ich brauche erstmal gerade eine Stufe. Ja, zum Beenden gleich. Ich werde gerade noch hier fertig bekommen. Ah, die Folge. Oh, fast in den Abgrund gestürzt. Oh, bau doch nicht lauter Fackeln, Mann. So, jetzt. Hammert dann jetzt oder hammert nicht. Soll denn das jetzt heißen? Mama. Ach genau, die Dingens fehlen ja noch. Die muss ich aber wieder. Da fehlen, glaube ich, paar. Muss ich mal ein paar machen. Hast du schon angezündet? Nee, ne? Denk dran, wir haben irgendwo Feuerzeug. Denke ich. Zumindest. Ich habe Inventar sogar irgendwo. Muss ich mal gleich gucken. So, jetzt brauche ich ein bisschen Glas. Dann kann ich ihm schon mal einen Fußboden machen. Von unten sieht es ja schon mal sehr imposant aus. Ah, hier haben wir noch einen Fehler. Sieh mal einer an. Hab schon gesagt, dass ich keine Türme bauen kann. Wow. Ach, deswegen sollte ich den bauen. Den, weil ich auch nicht hinbekommen habe. Was? Den Turm? Nicht so gut.
Also hat er ja ewig gedauert, bis wir mal dazu kamen, zu dem Ergebnis. Wow, das ganze Ding schneit zu, dann sieht nicht mehr so toll aus. Wenn das Feuer brennt, dann tut das ja wieder bald auftauen, alles. Denke ich zumindest. Feuerzeug habe ich nicht. Ich gehe mal kurz nach unten. Das Muss dann mal fasziniert. nächste Folge den Fluss frei machen. Kann ich auch machen. Ich kann ja den Garten noch mal kurz ein bisschen weitermachen. Welchen Fluss Man, frei machen? Den Fluss können wir nicht ah, frei machen, weil wir Eis unten ach, drin haben. für Fluss. Ich meine den See. Den Ich können sehe wir. schon deine Plattform da oben. Da werde ich dann auch nächste Folge dir weiterhelfen dann. Ich brauch Oh, jetzt Sand. fehlt eine andere Werkbank. Es fehlt die untere Werkbank Ja, auf die habe ich einmal. mitgenommen. Ach ja, genau. Wo muss ich hin? Werkzeuge, Waffen, ne? Das Für Gefährliche ist, Feuerzeug. bei mir Ja. hat das Glas keine Randtextur. Das heißt, das hier seamless Glas, also ohne Ränder und alles. Ja, bei mir ist das Ich. auch ohne Ränder. Naja, wie soll ich sagen? Bei mir sind da verbundene Texturen, aber die haben Ränder, die Fenster. Und Das auf finde den ich Fenstern. angenehmer. Na okay, da ist jetzt Schnee drauf, aber egal. Ah! Oh, ich bin fast runtergefallen. Aber Die Gott. Kerzen. Ich habe die aus Brandschutzgründen extra hochgemacht. Nicht wundern, okay? Aus Sieht ein bisschen Brandschutzgründen. komisch Oh Gott. aus. Meine Maus tut gerade hier komplett ausflippen. Siehst du das Ding schon von oben? Warte, ich mache gerade Löcher zu. Wo ist es denn? Ich finde es gerade nicht. Da drüben, glaube ich, ne? Ah ja. Die drei noch nie anzünden. Erst in nächster Folge. Aus Brandschutzgründen. Ich brauche mehr Fackeln. Immer mehr Fackeln, dass hier ja kein Schnee liegen So, wollen wir bleibt. dann so langsam zum Ende kommen oder? Kann man machen. Wir machen unten Warte. vor dem Ding Ende, ne? Okay, vor dem Ding. Vom Ja, Adventskranz. ich guck noch mal. Hier sind noch ein paar Sachen zu optimieren in der nächsten Folge, glaube ich. Aber ich glaube, vielleicht ist sogar schon fertig. Ich gehe noch mal kurz hier drüber, nächste Folge. Aber ich glaube, es ist sogar schon fertig, so wie es jetzt ist, oder? Ich denke, das Fehlt noch passt so. irgendwas? Hier brennt. Ah ja, weh. So viel zum Thema. Ich habe hier alles brandsicher gemacht. Hier brennt alles ab. Hä? Wie kann das denn sein? Guck mal, wie hoch ich gebaut Ja, habe. die unterste aber wahrscheinlich nicht. Die ist doch hoch genug. Das ist doch nicht wahr, oder? Meinst du, ein Block höher reicht? Ja, das durfte dann rein, als übelst hoch. Ja. Man Oh, muss hier eine Leiter ich meine, dran machen dann. wir könnten so einfach alle Gleichgröße machen, aber das ist ja Das keine muss ich mich. Kunst. Warte, so. Schön, ich komme hin und es fängt alles an zu brennen. Och Mann. Was ist das hier alles abgefackelt? Nichts eigentlich, oder? Na doch, hier Doch. oben noch der. Aber sonst? Ja, das wird an diesen Slabs liegen, weil die Slabs ja, die machen ja trotzdem einen vollen Block. Ja, Ja, aber ich glaube, jetzt müsste es gehen. jetzt durfte es gehen. Warte, sind da zwei Ho. Ah ja, okay. So, machen wir erstmal Folgenende. Ja, mach mal Ende. Ich gucke nächste Folge nochmal schnell drüber. Oben oder hier? Hier? Machen wir hier so, dass wir das Ding so im Hintergrund haben. Warte, im Hintergrund den Ja, Kranz. den Kranz. Gut. Ich muss beenden, ne? Ja. Gut, ja, diese Folge war total Katastrophe. Tausend Sachen sind schief Wir wissen gar nicht, wie gelaufen. wir es schneiden sollen. Ne, wissen wir gar nicht. Der Schneidvorgang wird wahrscheinlich 10 Stunden dauern, Bis in alles vorne, ja. 33 Minuten muss es geschnitten sein. Gleich wird ja auch heutige Folge ein bisschen länger, weil wir haben ein paar Probleme gehabt. Egal. Auf jeden Fall, danke fürs Zugucken. Schön, dass ihr trotzdem habt, wenn ihr hier jetzt seid. Ja, wir haben jetzt, da oben hast du ja die Plattform schon mal Ja. angefangen, ne? Machen wir nächste Folge weiter. Ich habe den Kranz da gebaut. Endlich mal im zweiten Advent, bald dritten Advent. In der nächsten Folge muss schon die dritte angezündet werden, ne? Oder? Ja. Gut, ja, machen wir dann nächste Folge. Ich bräuchte auch mal Essen. Mach ich aber auch in der nächsten Folge. So, dann bis zum nächsten Mal. Habt noch einen traumhaften Tag. Und ciao. Tschüss. Hi, es brennt! Brennt gar nichts. Schade. Wie das doch. Es hätte auch sein können, dass du gerade nicht drauf achtest. Wäre aber lustig gewesen. Ja, wär sehr, sehr lustig. Was?